Das ist Asma Ayat, 23 Jahre alt, Studentin der Politikwissenschaft. Asma ist Muslima und sie ist Österreicherin. Unter dem Motto I'm from Austria haben muslimische Jugendliche mit Kameras ausgestattet ihren österreichischen Alltag ins Bild gerückt. Also ich habe die Uni fotografiert, weil mir die Uni sehr viel bedeutet. Die Uni ist mein Alltag, für mich bedeutet Uni Bildung. Und für mich als junge Muslimin, die in Österreich lebt, ist Bildung sehr, sehr wichtig. Der Glaube ist ein wichtiger Teil in Asmas Leben. Gleich neben der Wiener Votivkirche ist das Afroasiatische Institut. Eine interkulturelle und interreligiöse Begegnungsstätte. Ich gehe bei der Votivkirche vorbei und sehe Religion im öffentlichen Raum und bin dann ziemlich schnell im Gebetsraum und kann auch hier meine Religion ausleben. Und für mich zeigt das einfach, wie nah Vielfalt aneinander liegt. Ihren Glauben, so sagt Asma, kann sie hier in Österreich problemlos ausüben. Bismillahirrahmanirrahim. Idha waqa'atil waqi'ah, laysa li waqa'atiha kadhibah. Doch auch wenn der Islam wichtig ist in ihrem Leben, auf ihr Muslimsein will sich Asma Ayat nicht reduzieren lassen. Das ist für mich eine Sache, die mich ausmacht, die aber in vielen Köpfen einfach noch nicht ganz reinpasst. Und ich glaube, das macht dann die Herausforderung aus, dass ich einfach zeige, Leute, es geht, ich bin Österreicherin und ich bin Muslimin. Österreich ist Asmas Heimat. Hier ist sie verwurzelt. Hier steht sie mit beiden Beinen fest am Boden. Hier ist sie schließlich auch geboren. Für mich ist Österreich nicht nur ein Bild, sondern viele Bilder. Und deswegen war ich auch froh, dass ich im Projekt I'm from Austria nicht nur ein Bild von Österreich darstellen durfte, sondern ich habe die Möglichkeit bekommen, 20 Bilder darzustellen. Und ich bin mir sicher gewesen, ich hätte noch viel, viel mehr Bilder darstellen können. Asma hofft, mit ihren Fotos Vorurteile, die gegenüber Muslimen in Österreich bestehen, aufzubrechen. Und mir ist es noch immer sehr wichtig, durch meine Fotos ein anderes Bild dieser Minderheit in Österreich darzustellen und einfach auch zu zeigen, wie Muslime ihre Realität wirklich ausleben und wie ihr Alltag wirklich ausschaut. Und der kann ziemlich unterschiedlich sein. Immer wieder zieht es Asma ins Museumsquartier. Hier besucht sie Ausstellungen. Hier trifft sie ihre Freundinnen und Freunde. Das Museumsquartier als ein Fotoobjekt für meine Fotos gehabt, für das Projekt I'm from Austria. Und ich wollte eben damit zeigen, dass auch Kunst und Kultur ein Teil meines Österreichs ist. Durch das Projekt entstandenen Bilder sind derzeit am Institut für Freizeitpädagogik ausgestellt. Die Fotografin und Studentin will sich ausbilden lassen und sich professionalisieren. Ehrenamtliches Engagement soll dabei nicht zu kurz kommen. Ich habe zum Beispiel auch unter meinen Fotos meinen Deutschkurs fotografiert. Ich bekomme keinen Deutschkurs, sondern ich gebe einen Deutschkurs. Also ich unterrichte Deutsch und ich versuche zum Beispiel Müttern oder Frauen der ersten Generation ihnen Deutsch beizubringen, um ihnen auch einfach eine Möglichkeit zu geben, an der Gesellschaft teilzunehmen und auch ein Teil der Gesellschaft zu sein. Was ich an dem Projekt I'm from Austria ziemlich interessant gefunden habe, war, dass ich mich künstlerisch darstellen konnte. Es war mir sehr wichtig zu zeigen, was für mich Österreich bedeutet. Für mich bedeutet Kunst, frei zu sein, einfach ich zeigen kann, was ich bin, wer ich bin, was mich ausmacht. Ganz, ganz wichtig für mich ist, dass ich an der Gesellschaft teilnehme, partizipiere und einfach etwas leiste für die Gesellschaft, in der ich lebe. Und das versuche ich jetzt auch zu machen.